Der Bruder von Shera ist ziemlich krank. Hallo und willkommen zu meinem Review von How Not to Summon a Demon Lord, Episode 6. Durei Shicho. Bevor ich anfange, ich habe auch Patreon, Link ist unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich für jede Spende. Die Episode fängt damit an, dass Celestine Rem, Shera und Diablo benachrichtigt, dass es vielleicht eine Möglichkeit gäbe, das Halsband zu lösen. Und sollte das wirklich möglich sein, früher oder später, würde ich es einfach nur schade finden. Denn es würde irgendwie meiner Meinung nach den Flow der Serie ruinieren. Mit was ich zufrieden wäre, wenn sie sich dann doch im Endeffekt für das Halsband entscheiden. Also sprich Diablos Sklaven oder Sklavinnen zu sein. Zum Glück hat das hier eh nicht funktioniert, weil das Ganze viel zu kompliziert war. Und jetzt weiß man immerhin, woher die Anfangsanimation aus dem Opening kommt. Aber davor gibt es ja noch den Sklavenmarkt, der absolut nicht so ist, wie ihn Diablo sich den vorgestellt hat. Aber ähnlich. Immerhin sind dort interessanterweise nur Katzenmädchen oder Panthermädchen, wie es eben Rem ist. Was irgendwie verstörend ist, aber wie fandest du es? Schreib's mir gerne unten in die Kommentarsektion und wenn du es noch nicht getan hast, gerne Abo dalassen und Glocke aktivieren. Und warum muss Medios Shera in so einem Outfit rumlaufen lassen oder eher rumliegen? Ich meine, ja, es ist klar Fanservice, aber trotzdem, es scheint ihr zu helfen, wobei diese ganzen edgy Szenen schon irgendwie alles andere als zweideutig rüberkommen, aber ich und viele, viele andere können einfach gut damit leben. Und ich finde es interessant, dass man das gar nicht bei Rem versucht hat, denn nur weil es bei der einen nicht funktioniert hat, heißt es ja noch lange nicht, dass es bei der anderen ebenfalls nicht geht, oder? Und ich wette, wenn man das bei Rem machen würde, würde es Krebskurm befreien. Shera hat es ja beinahe bei Rem gemacht, als sie diese wirklich herzerwärmende Unterhaltung geführt haben. Was mir wiederum zeigt, wie vielseitig und auch storyrelevant, plotrelevant der Anime sein möchte und es auch ist, anstatt einfach nur stumpf edgy Szenen und Fanservice aneinander zu ketten. Außerdem gehe ich davon aus, dass dieser Spruch, dieses Siegel von Alicia etwas mit der wahrscheinlich Befreiung vom Dämonenkönig zu tun haben wird. Sowas wie ZB, das Siegel wurde gebrochen, anstatt eines zu erstellen. Leider hat das Ganze zum Auftauchen von Sheras Bruder geführt. Und den Typen finde ich einfach nur krank und zum Kotzen, weil nicht nur will der seine eigene Schwester heiraten / schwängern, man merkt auch noch zusätzlich ganz stark an Sheras Reaktion, dass da was nicht stimmt. Sie wirkt sehr überrascht, dass sein Verhalten so anders ist. Da finde ich es wirklich gut, dass Diablo da einfach dazwischen gegangen ist. Auch wenn, wie schon gesagt, diese Gesamtsituation zu dem Gespräch zwischen Rem und Shera geführt hat, habe ich wahrscheinlich zu Recht meine Bedenken und gehe mal stark davon aus, dass das Lied, das er auf seiner Flöte spielt, nein, nicht die Flöte, damit zu tun haben wird, dass Shera kurzfristig ihre Meinung ändern wird. Und jetzt wissen, also so Rem, also wobei, zu dem Gespräch. Okay Leute, das war's mit dem Review. Danke fürs Ansehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne noch einen Daumen nach oben und einen Abo da. Außerdem habe ich Patreon, Link ist unten in der Videobeschreibung, wo ihr mich und meine Arbeit ebenfalls unterstützen könnt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.